Der Frankfurter Hauptbahnhof. In der Mitte Deutschlands gelegen, stellt er sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr einen der wohl wichtigsten Knoten im deutschen Schienenverkehr dar. So lassen sich auf den 25 ober- und 4 unterirdischen Gleisen täglich fast 500.000 Reisende und an die 2.000 Zugabfahrten beobachten, womit der Frankfurter nach dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands ist. In diesem Video möchte ich euch den gigantischen Zugverkehr an diesem Bahnhof im Fahrplanjahr 2024 näher bringen. Viel Spaß! Starten wir zunächst mit dem Fernverkehr. In Frankfurt halten meist etwa 12 bis 13 Fernzüge pro Stunde und Richtung, von denen die meisten auch über den Hauptbahnhof verkehren. Wie sicher den meisten bekannt ist, findet im Rahmen des Ausbaus zum sogenannten Hochleistungsnetz im Jahr 2024 auf der Riedbahn Frankfurt-Mannheim die erste Generalsanierung statt. Über das damit verbundene Umleitungskonzept wird es zeitnah ein eigenes Video geben. In diesem Video werden daher neben dem planmäßigen Linienweg immer nur kurz die jeweiligen Abweichungen angegeben. Außerdem findet bis Februar noch eine Sanierung der Schnellfahrstrecke Kassel-Göttingen statt, was weitere Änderungen im Fernverkehr mit sich bringt. Wir beginnen jetzt aber zunächst mit den Zügen nach Ostdeutschland. Einmal pro Stunde verkehrt ein ICE nach Leipzig. In der ungeraden Stunde verkehrt zur Minute 18 ein ICE der Linie 50 nach Dresden. Er wird Erfurt in 2 Stunden und 20 Minuten, Leipzig in 3 Stunden und 8 Minuten und Dresden in knapp 4,5 Stunden erreichen. Eine Stunde versetzt verkehrt zur geraden Stunde zur Minute 13 ein ICE der Linie 11, der bis Leipzig dieselbe Strecke befährt und seine Fahrt von dort aus nach Berlin fortsetzt. Dieser hält im Gegensatz zum Dresdner ICE nicht in Bad Hersfeld und Gotha. Er erreicht Erfurt daher schon nach 2 Stunden und 12 Minuten und Leipzig in etwas unter 3 Stunden. Berlin ist mit diesem Zug etwa 4 Stunden und 15 Minuten von Frankfurt entfernt. Beide Linien beginnen wie die meisten Fernzüge aber nicht in Frankfurt. Der Dresdner ICE verkehrt in der Gegenrichtung nach Wiesbaden. Abfahrt ist zur Minute 42 der geraden Stunde. Die Fahrt bis Wiesbaden dauert 51 Minuten. Auf dieser Linie sind 230 km/h schnelle ICE-T-Züge unterwegs. Meist wird in Doppeltraktion eines 7-Wagen-Zuges der Baureihe 411 und eines 5-Wagen-Zuges der Baureihe 415 gefahren. Ein Zugteil endet in der Regel bereits in Leipzig. Der Berliner ICE fährt in der Gegenrichtung immer zur Minute 49 der ungeraden Stunde weiter über Stuttgart nach München. Stuttgart ist nach 1 Stunde und 19 Minuten und München nach 3 Stunden und 24 Minuten erreicht. Hier kommen die 250 km/h schnellen ICE-4-Triebwagen zum Einsatz, in der Regel als 12, seltener als 13-Teiler. Ebenfalls gen Erfurt verkehrt auch ein ICE Sprinter. Es handelt sich um die Linie 15 Frankfurt-Berlin mit Halt nur in Erfurt und Halle. Abfahrt in Frankfurt ist immer zur Minute 2 der ungeraden Stunde, also knapp 20 Minuten vor dem Dresdner ICE. Bis Erfurt benötigt der Zug nur etwas über 2, bis Berlin unter 4 Stunden. Der Zug um 7.02 Uhr ab Frankfurt beginnt von Montag bis Freitag bereits in Darmstadt, der um 9.02 Uhr von Montag bis Samstag bereits in Saarbrücken und der um 11.02 Uhr von Samstag bis Sonntag bereits in Stuttgart. Außerdem fährt Jena um 7.02 Uhr hinter Berlin weiter nach Hamburg und Jena um 9.02 Uhr am Wochenende weiter nach Ostseebad Binz. In der Gegenrichtung kommt der Zug 20.56 Uhr an Frankfurt samstags und sonntags bereits aus Binz und verkehrt von Sonntag bis Freitag weiter nach Saarbrücken und der um 22.56 Uhr verkehrt weiter nach Stuttgart.
Auf allen Strecken vor oder hinter Berlin bzw. Frankfurt halten die Züge allerdings wie normale Fernzüge und stellen dort so keine Sprinterverbindungen dar. Hier verkehren im Misch 9-teilige ICE 1 und 7-teilige ICE 4 Triebwagen. Auf einzelnen Verstärkern können auch ICE-T zum Einsatz kommen. Einmal pro Stunde nach Berlin gelangt man aber auch über Braunschweig, wo ebenfalls zwei zweistündige Linien unterwegs sind. Lediglich den Abschnitt Frankfurt-Berlin bedient die Linie 13, die am Frankfurter Flughafen beginnt und ohne Halt am Hauptbahnhof mit Halt in Frankfurt-Süd nach Berlin aufbricht. Abfahrt am Flughafen ist immer zur Minute 9 der geraden Stunde. 11 Minuten später zur Minute 20 ist Abfahrt in Frankfurt-Süd. Hier verkehren 9-teilige ICE-1 Triebwagen, zwei Zugpaare übernehmen ICE-T. Hinzu kommt von Montag bis Frankfurt morgens ein Direktsprinter vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Berlin ohne Zwischenhalt, der um 5.58 Uhr ab Frankfurt mit einem ICE-T verkehrt. Zum Stundentakt ergänzt sich die Linie 13 mit der Linie 12 Basel-Berlin, die immer über den Hauptbahnhof verkehrt und den Halt Stendal auslässt. Sie verlässt Frankfurt immer um exakt eine Stunde zur Linie 11 nach Berlin versetzt und damit zur Minute 13 der ungeraden Stunde. Der Berliner Hauptbahnhof wird mit dieser Linie ebenfalls in 4 Stunden und 15 Minuten erreicht. Das ist genauso lange wie mit der Linie 11 über Leipzig. In der Gegenrichtung wird zur Minute 49 der geraden Stunde abgefahren, wobei Karlsruhe nach 68 Minuten und Basel nach knapp 3 Stunden erreicht ist. Die Züge um 8.49 Uhr, 14.49 Uhr und 16.49 Uhr verkehren weiter bis Interlaken Ost in der Schweiz, wohin man dann etwas über 5 Stunden benötigt. Wie auch auf der Linie 11 verkehren hier ICE-4-Triebwagen in der 12-teiligen Variante. Die Linien 11 und 12 ergänzen sich zwischen Mannheim und Fulda zum Stundentakt und bieten so in jeder Stunde eine Verbindung aus dem Südwesten Deutschlands gen Berlin, wobei aufgrund der leichten Versetzung dieser Linie mit ihren Ergänzern 13 Frankfurt-Berlin und 50 Wiesbaden-Dresden auch Umsteigeverbindungen von Basel nach Dresden und von München nach Berlin über Braunschweig möglich sind. Auch die beiden Zielbahnhöfe im Süden sind mittels Umstieg stündlich erreichbar, da beide Linien in Mannheim jeweils einen Umsteigeknoten mit den Linien 42 und 43 bilden. In der Stunde, in der die Linie 11 Berlin-München verkehrt, besteht Anschluss von und zur Linie 43 Hamburg-Basel. In der Stunde, in der die Linie 12 Berlin-Basel verkehrt, besteht Anschluss von und zur Linie 42 Hamburg-München über Ruhrgebiet. Beide Linien halten zwar auch in Frankfurt, zur Zeitersparnis aber nur am Flughafen. Unterwegs sind sie mit ICE-4-Triebwagen. Als nächstes widmen wir uns den Zügen nach Hamburg. Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg. Abfahrt nach Hamburg ist immer zur Minute 57 oder 58. Kassel wird nach 1 Stunde und 20 Minuten, Hannover nach 2 Stunden und 20 Minuten und Hamburg nach etwas über 3,5 Stunden erreicht. Die Züge um 5.06 Uhr, 7.58 Uhr, 13.58 Uhr und 16.58 Uhr ab Frankfurt fahren weiter nach Kiel. Bis dorthin benötigt man 4,75 Stunden. In der Gegenrichtung wird immer zur Minute 6 ab Frankfurt gefahren. In der geraden Stunde geht es nach Zürich, zum Teil auch nur bis Basel. Die Fahrt nach Karlsruhe dauert 1 Stunde, die nach Basel knapp 3 Stunden und die nach Zürich 4 Stunden. In der ungeraden Stunde hingegen wird nach Stuttgart gefahren. Die Züge machen einen Abstecher über den Frankfurter Flughafen und benötigen deshalb bis Stuttgart 1,5 Stunden. Beide Linien verkehren mit ICE-4-Triebwagen, wobei hier ein besonders hoher Anteil an 13-Teilern zu verzeichnen ist. Die bisher vorgestellten Linien verkehren in und um Frankfurt in sehr ähnlichen Zeitlagen. Zum Ausgleich baustellenbedingter Fahrzeitverlängerung und der Schaffung von mehr Fahrzeitzuschlägen werden diese bei Bauarbeiten regelmäßig untereinander getauscht. Und da das Jahr 2024 wie angesprochen vollgestopft mit Baustellen ist, wird dies sehr regelmäßig der Fall sein, sodass das hier dargelegte Konzept gerade einmal von März bis Juni Gültigkeit hat. Während der Sperrung der Strecke Kassel-Göttingen vom Fahrplanwechsel an bis zum 28. Februar herrscht folgendes Konzept. Die Linie 11 verkehrt regulär von München über Stuttgart, Frankfurt und Leipzig nach Berlin. Auch die Linie 12 Basel-Berlin
ist abgesehen einer nichts hiermit zu tun habenden Umleitung über Hannover auf ihrem Regelweg unterwegs und benötigt von Frankfurt nach Berlin etwa 30 Minuten mehr als regulär. Die Linie 13 ist aufgrund der auch noch dazukommenden Überlagerung mit Baustellen im Raum Braunschweig in dieser Zeit vollständig ausgelegt. Auch die Linie 15, der Sprinter von Frankfurt nach Berlin, ist während dieser Zeit nicht im Fahrplan zu finden, wird allerdings durch die Linie 22 kompensiert, die in dieser Zeit ab Frankfurt nicht weiter nach Hamburg, sondern eben als Sprinter nach Berlin verkehrt. Dadurch fährt dieser Sprinter in der Zeit bereits 5 Minuten früher, also zur Minute 57 ab Frankfurt, und benötigt für seine Fahrt folglich auch 5 Minuten länger. Nach Hamburg gelangt man zum einen mit der regulär verkehrenden Linie 20, die sage und schreibe 50 Minuten länger benötigt. Sie ergänzt sich mit der zu diesem Zweck vorübergehend eingeführten Linie 23 Frankfurt-Hamburg zum Stundentakt, die zur Minute 2 der ungeraden Stunde, also in der Trasse des anders verkehrenden Sprinters nach Berlin, den Frankfurter Hauptbahnhof verlässt. Sie übernimmt nicht nur die Zeitlagen, sondern auch die Fahrzeuge des Berliner Sprinters, sodass hier kurze ICE 1 und 4 verkehren. Ab Göttingen wird die Trasse der Linie 26, zu ihr kommen wir später, genutzt, weshalb auch in Celle, Bad Bevensen, Uelzen und Lüneburg gehalten wird. Die Züge um 4.57 Uhr, 9.02 und 13.02 Uhr ab Frankfurt verkehren außerdem weiter nach Stralsund und zum Teil Binz. Bis dorthin benötigt man in dieser Zeit 7,5 bzw. 8 Stunden. Die Linie 50, also die Züge von Wiesbaden nach Dresden, verkehren im Wesentlichen regulär, übernehmen aber während dieser Zeit in Form einer Zugteilung bzw. Vereinigung die Leistungen von und nach Saarbrücken, die sonst Teil der Linie 15 sind. Ab 16.07. bis zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2024 erfolgt dann die große Generalsanierung der Riedbahn. Auch hierfür gibt es ein entsprechendes Ersatzkonzept. Die Linie 11 verkehrt von München kommend ab Mannheim umgeleitet über Mainz Hauptbahnhof und ab Frankfurt in der Trasse der Linie 20 nach Hamburg. Von Frankfurt nach München wird zur Minute 5 der ungeraden Stunde abgefahren. Mainz wird nach 35 Minuten, Mannheim nach 1 Stunde und 22 Minuten, Stuttgart nach knapp 2 Stunden und München nach gut 4 Stunden erreicht. Das entspricht einem Fahrzeitplus von 45 Minuten. Die Linie 12 verkehrt ebenfalls mit Umleitung über Mainz und übernimmt die Trasse der Linie 22 gen Hamburg. Sie verlässt Frankfurt gen Basel immer zur Minute 6 der geraden Stunde. Auch hier beträgt die Fahrzeit aber 45 Minuten mehr als regulär. Die Linie 13, Frankfurt-Berlin, verkehrt regulär. Dafür ist die Linie 15, also der Sprinter nach Berlin über Erfurt, während dieser Zeit nicht existent und wird anders als während der Sperrphase im Januar und Februar auch nicht kompensiert. Die Linie 20 aus Zürich übernimmt den nördlichen Ast der Linie 11, verkehrt also über Erfurt und Leipzig nach Berlin. Sie ist ohne Halt zwischen Karlsruhe und Frankfurt unterwegs und benötigt so nur etwa 15 Minuten länger als sonst. Abfahrt gen Basel ist zur Minute 51 der geraden Stunde. Die Linie 22 aus Stuttgart kommend übernimmt in logischer Folge den Nordast der Linie 12, verkehrt also über Braunschweig nach Berlin. Sie wird ebenfalls über die sogenannte Main-Neckar-Bahn umgeleitet, hält allerdings in Darmstadt und Mannheim, wobei dort dann auch ein Fahrtrichtungswechsel durchgeführt werden muss. Die Fahrt nach Stuttgart beginnt immer zur Minute 52 der geraden Stunde und dauert 15 Minuten länger als sonst. Ebenfalls betroffen sind die in den ICE-Knoten Mannheim eingebundenen Linien 42 und 43 aus Richtung Nordrhein-Westfalen gen Südwestdeutschland. Sie werden mit Halt- und Richtungswechsel in Wiesbaden umgeleitet und benötigen etwa 30 Minuten mehr als sonst, können den ICE-Knoten Mannheim aber tatsächlich wie im regulären Konzept herstellen. Aufgrund der veränderten Zeitlage gen Norden beginnen und enden allerdings alle Züge in Köln, außerdem verkehren sie mit ICE-3-Triebwagen. Da sie allerdings während dieser Zeit nicht über Frankfurter Stadtgebiet fahren, werden wir sie nicht weiter betrachten. Die Abschnitte nördlich von Köln werden durch die vorübergehend eingeführten Linien 46 und 48 kompensiert. Die Linie 46 ersetzt die Linie 42 und endet in Frankfurt Hauptbahnhof. Die Linie 48 ersetzt die Linie 43 und verkehrt ab Frankfurt Flughafen weiter nach München, aber dazu hören wir später noch mehr. Auf beiden Linien kommen ICE-4-Triebwagen zum Einsatz. Für etliche vorbereitende Maßnahmen ist die Riedbahn außerdem auch vom 1. bis 22. Januar gesperrt. Das Umleitungskonzept wird in weiten Teilen wie eben geschildert gefahren,
Aufgrund der Überlagerung mit der bereits angesprochenen Sperrung zwischen Kassel und Göttingen gibt es jedoch kleine Abweichungen. Die Linie 11 aus München verkehrt nicht nach Hamburg, sondern wie sonst die Linie 12 bzw. während der anderen Sperrung die Linie 22 nach Berlin über Göttingen. Die Linie 22 aus Stuttgart, die während der großen Riedbahnsanierung über Göttingen nach Berlin fuhr, verkehrt wie bereits ganz zu Beginn geschildert über Erfurt als Sprinter nach Berlin, sodass Fahrgäste in diesem Zeitraum nicht auf diese Verbindung verzichten müssen. Abgesehen davon ist natürlich auch der Entfall der Linie 13 aufgrund der Baustellen bei Göttingen und Braunschweig in diesem Konzept enthalten. Damit genug zu diesen vielen erschlagenen Abweichungen, erstmal wieder zurück zur nächsten regulären Linie. Karlsruhe und Hamburg werden nämlich nicht nur durch die schnellen Linien 20 und 22, sondern auch durch die langsamere Linie 26 verbunden, welche auf etlichen Abschnitten die Altbaustrecken nutzt und 13 bis 15 Halte mehr bedient. So erhalten auch Städte wie Darmstadt, Gießen oder Uelzen eine Fernverkehrsanbindung. Die Linie fährt im 2-Stunden-Takt mit ICE-T-Triebwagen. Abfahrt nach Karlsruhe ist immer zu 20 der ungeraden Stunde von Gleis 13. Nach Heidelberg wird 53 Minuten lang gefahren und nach Karlsruhe 90 Minuten. Abfahrt nach Hamburg ist zu 51 der geraden Stunde. Bis Kassel ist diese Linie 2 Stunden, bis Hannover 3 Stunden und bis Hamburg 4,5 Stunden unterwegs. Die Züge um 8.51 Uhr und 12.51 Uhr fahren weiter nach Stralsund, beziehungsweise je nach Wochentag und Jahreszeit auch darüber hinaus nach Binz auf Rügen. Bis Rostock fahren die Züge 6,5 und bis Stralsund 7,5 Stunden. Der Zug um 10.51 Uhr fährt nach Westerland auf Sylt, bis wo man 8 Stunden und 15 Minuten unterwegs ist. Aufgrund des nötigen Lokwechsels fährt das Zugpaar nach Westerland nicht mit einem ICE-T, sondern das lokbespannte IC-Garnitur mit einer Baureihe 101. Entsprechend fährt auch der IC 19.20 ab Frankfurt nach Karlsruhe lokbespannt. Im hier geschilderten Muster verkehrt die Linie so, aber nur zwischen Frankfurt und Kassel das ganze Jahr über. Nördlich von Kassel muss bis Ende Februar die Umleitung über Eichenberg in Kauf genommen werden, wobei zur Kompensation des ausfallenden RE1 aus Erfurt im 1800 Einwohner starken Ort Eichenberg ein Halt eingelegt wird. Es entsteht ein Fahrzeitverlust von 45 Minuten. Zugleich entfallen die Unterwegshalte zwischen Hannover und Göttingen, die stattdessen von der vorhin einmal erwähnten Linie 23 bedient werden, die auch die Verlängerung ans Meer übernimmt. Gen Karlsruhe entfallen während den Sperrungen der Riedbahn aufgrund der Auslastung der Strecke mit Umleiterzügen alle Leistungen. Ein Teil der Umleiter hält daher zusätzlich in Darmstadt. Von Frankfurt bis Heidelberg ergänzt sich die Linie 26 mit der Linie 62 zum Stundentakt, die im 2-Stunden-Takt Frankfurt mit verschiedenen Zielen in Österreich verbindet. Die Züge um 10.20 Uhr, 20.20 Uhr und 23.08 Uhr ab Frankfurt enden bereits in Stuttgart, jener um 18.20 Uhr bereits in München. Ansonsten geht es für die Züge um 8.20 Uhr und 14.20 Uhr nach Klagenfurt, den um 12.20 Uhr nach Graz und den um 16.20 Uhr nach Salzburg. Ersterer um 8.20 Uhr führt auch Kurswagen ins kroatische Zagreb mit. Von den bis Österreich verkehrenden Zügen verkehrt er nach Klagenfurt um 14.20 Uhr ab Frankfurt mit einem siebenteiligen ICE-4-Triebwagen. Alle anderen verkehren mit Lok- und Wagenmaterial der ÖBB, bestehen aus einer 230 km/h schnellen Taurus E-Lok und 200 km/h schnellen IC-Wagen der ÖBB. Diese wenden in Frankfurt teilweise auf Züge von und nach Stuttgart oder München, sodass konkret die Züge um 8.20 Uhr, 12.20 Uhr und 16.21 Uhr ab sowie um 8.00 Uhr, 11.40 Uhr und 15.40 Uhr an Frankfurt mit ÖBB-Garnituren verkehren. Die nur von Frankfurt bis Stuttgart oder München verkehrenden Züge sind überwiegend mit kurzen ICE 1 oder 4 unterwegs. Alle lokbespannten Züge bis Österreich heißen EC, die mit ICE 4 verkehrenden ICE. Bis Stuttgart dauert eine Fahrt mit dieser Linie gut 1,5 Stunden und bis München knapp 4 Stunden. Darüber hinaus erreicht man Klagenfurt in 9, Graz in 10 und Zagreb in 12,5 Stunden. Zwischen Frankfurt und Stuttgart verkehren die Züge mit denen der Linie 22 Hamburg-Stuttgart mit Abstecher zum Flughafen im ungefähren Stundenversatz. Alle Züge dieser Linie verkehren während den Riedbahnsperrungen nur südlich von München.
Sie werden durch die vorübergehend verkehrende ICE-Linie 48 kompensiert. Diese verkehrt von Hamburg bis Frankfurt Flughafen als Ersatz für die Linie 43 Hamburg-Basel, die wie angesprochen aufgrund der Riedbahnsperrung aus ihrer Zeitlage fällt und daher erst in Köln startet. Zwischen dem Frankfurter Flughafen und Darmstadt entsteht eine neue zweistündige Direktverbindung. Ab Darmstadt wird dann bis München die ausfallende Linie 62 kompensiert, wobei die Halte in Bensheim und Weinheim nicht bedient werden. Vor dem ersten Zug der Linie 62 um 8.20 Uhr verkehren auf der Relation Frankfurt-Stuttgart zwei interessante Einzelleistungen anderer Relationen. Um 5.19 Uhr startet ein Intercity 2 der IC-Linie 87 von Frankfurt über Stuttgart nach Singen am Hohentwiel, dessen Gegenleistung um 9.10 Uhr in Frankfurt ankommt. Dieser IC verkehrt auch während der Riedbahnsperrungen und ist damit einer der ganz wenigen Züge, die in dieser Zeit in Bensheim und Weinheim halten. Außerdem startet nur außerhalb der Riedbahnsperrung um 5.54 Uhr ein Railjet der ÖBB über Stuttgart, Ulm, Friedrichshafen und Lindau nach Bregenz, der von dort aus über den Arlberg und Innsbruck gen Wien weiterfährt. Friedrichshafen ist in gut 4 und Lindau in 4,5 Stunden erreicht. Bis Bludenz dauert die Reise 5,5 und bis Innsbruck 7,25 Stunden. Wien wird theoretisch nach 11,5 Stunden erreicht. Die entsprechende Gegenleistung erreicht Frankfurt abends um 21.52 Uhr. Samstags und sonntags gibt es einen weiteren Railjet-Zug um 5.17 Uhr ab Frankfurt, der auf direktem Weg über München gen Wien verkehrt und dessen Zielbahnhof Budapest-Keleti ist. Bis dorthin dauert die Reise 11 Stunden. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kommt um 0.42 Uhr der entsprechende Gegenzug in Frankfurt an. Neben diesen Fernzügen nach München über Stuttgart gibt es auch stündlich einen Zug über Nürnberg. Es handelt sich um die stündliche Linie 41 Ruhrgebiet München, auf der ICE 3 zum Einsatz kommen. Es handelt sich meist um Doppeltraktion, davon etwa zwei Drittel mit den klassischen ICE 3 Zügen der Baureihe 403 und zu einem Drittel mit ICE 3 Velaro Zügen der Baureihen 407 oder 408. Als einzige Linie am Frankfurter Hauptbahnhof ist sie im Stundentakt unterwegs. Abfahrt nach München ist immer zur Minute 54. Nürnberg erreicht der Zug nach 2 Stunden und München nach 3 Stunden und 15 Minuten, womit er 20 Minuten schneller ist als die Züge über Stuttgart. In Ingolstadt halten je nur 5 Züge pro Tag und Richtung. In der Gegenrichtung geht es immer zur Minute 10 nach Dortmund. Während alle Züge dieser Linie in Siegburg-Bonn halten, werden die Bahnhöfe Limburg-Süd und Montabaur nur sehr vereinzelt bedient. Von Montag bis Freitag gesellen sich zur Linie 41 zwei Zugpaare der ICE Sprinter Linie 2, die von Düsseldorf nach München und zurück verkehren und dabei nur in Köln-Messe-Deutz, Frankfurt Flughafen und Nürnberg halten. Abfahrt am Frankfurter Flughafen in Düsseldorf ist um 8.42 Uhr und 20.41 Uhr, wobei die Fahrzeit nur minimal kürzer ist als mit den regulären Zügen, da lediglich der Halt in Siegburg-Bonn entfällt. In der Gegenrichtung wird um 7.19 Uhr und 17.19 Uhr ab Frankfurt Flughafen befahren, wobei gen München eine halbe Stunde Fahrzeit eingespart werden kann. Unterwegs sind auch hier ICE-3-Triebwagen, allerdings in Einfachtraktion. Der Abschnitt Frankfurt-Köln wird aber neben der Linie 41 und den bereits bekannten ICEs Basel-Köln und München-Hamburg, die nur am Flughafen halten, auch noch von weiteren Zügen bedient. Einmal die Stunde startet in Frankfurt ein ICE International, bei dem es sich immer im Wechsel um einen der Linie 78 Frankfurt-Amsterdam und eine der Linie 79 Frankfurt-Brüssel handelt. Jener nach Amsterdam verlässt Frankfurt in der Regel zum 29 der ungeraden Stunde und benötigt bis Amsterdam 4 Stunden. Jener nach Brüssel verkehrt zur Minute 26 der geraden Stunde und erreicht sein Ziel in etwas über 3 Stunden. Auf beiden Linien kommen ausschließlich ICE-3-Triebwagen in der Benelux-kompatiblen Variante der Baureihe 406 zum Einsatz. Aber auch hier gibt es im Laufe des Jahres immer wieder baubedingte Änderungen. Die Amsterdamer Züge werden vom 6. bis 19. Januar, vom 14. Mai bis 14. Juni und vom 2. bis 24. November über Mönchengladbach und Utrecht umgeleitet, was eine halbe Stunde mehr Fahrzeit erfordert. Außerdem starten in dieser Zeit einzelne Züge erst in Köln. Zudem fahren während der Riedbahnsperrung beide Linien bereits zur Minute 16 ab Frankfurt und sind damit eine Viertelstunde länger unterwegs, da sie durch die umgeleiteten ICEs der Linien 42 und 43 aus ihrer Trassenlage verdrängt werden.
da von den bisher vorgestellten Linien die allermeisten in Limburg-Süd, Montabaur und Köln-Bonn Flughafen keinen Halt einlegen, existieren mit der Linie 49 weitere Züge, die nur von Frankfurt nach Köln vereinzelt weiter nach Dortmund verkehren und dann alle Halte entlang der Schnellfahrstrecke bedienen. Die Züge dieser Linie fahren in der Regel zur Minute 16 ab Frankfurt, jedoch ohne festen Takt und werden unterwegs oft von ICEs nach Brüssel oder Amsterdam überholt. Hier werden ICE 3 in allen erdenklichen Varianten eingesetzt. Hier ist allerdings das Antreffen eines neuen 408 derzeit am wahrscheinlichsten. Ebenfalls gen Köln, allerdings entlang des Rheins über Mainz und Koblenz, verkehrt die Linie 91 Wien-Dortmund. Abfahrt gen Dortmund ist immer zur Minute 44 der ungeraden Stunde, wobei Koblenz nach 1,5 Stunden, Bonn nach 2 Stunden, Köln nach 2,5 Stunden und Dortmund nach 3,75 Stunden erreicht wird. Sie ergänzt sich dabei bis Mainz mit der Linie 50 Dresden-Wiesbaden zum Stundentakt, von der aus in Mainz immer Anschluss an die IC-Linie 55 Stuttgart-Ruhrgebiet-Dresden besteht, die dann ab Mainz unsere Linie 91 ebenfalls zum Stundentakt ergänzt. Der Zug um 6.43 Uhr ab Frankfurt verkehrt als Intercity und weiter nach Westerland auf Sylt. In der Gegenrichtung geht es immer zur Minute 20 der geraden Stunde über Nürnberg und Linz nach Wien, wobei bis Nürnberg ein 30-60-Minuten-Takt mit der Linie 41 entsteht. Der Zug um 10.22 Uhr ab Frankfurt verkehrt nicht nach Wien, sondern nach München, wobei in Nürnberg dann ein Umstieg auf einen ICE Hamburg-Wien möglich ist. Eine Fahrt von Frankfurt nach Regensburg dauert 3 Stunden, eine nach Linz 5 Stunden und eine nach Wien knapp 6,5 Stunden. Auf allen Zügen von und nach Wien verkehren ICE-T-Triebwagen. Auf jenen, die in den Tagesrandlagen bereits in Deutschland, zum Beispiel in Nürnberg, Regensburg oder Passau enden, verkehren ICE-1-Garnituren. Zuletzt verkehrt in Richtung Ruhrgebiet noch die zum Dezember 2021 neu eingeführte IC-Linie 34, die jedoch über Wetzlar und Siegen verkehrt und deren Zielbahnhof Münster ist. Dabei geht es zum Teil über Dortmund und zum Teil über Unna. Einmal täglich geht es über Münster hinaus bis Norddeich-Mole. Abfahrt in Frankfurt ist immer zur Minute 26 der geraden Stunde auf Gleis 16. Wetzlar ist nach 51 Minuten, Siegen nach 1,5 Stunden und Münster nach 4 Stunden erreicht. Sofern es über Dortmund geht, dauert die Fahrt bis dorthin 3,5 Stunden. Der Zug nach Norddeich erreicht sein Ziel in 6 Stunden und 50 Minuten. Zum Einsatz kommen Intercity 2 Garnitur mit E-Loks der Baureihe 147, die 468 Sitzplätze bieten. Die letzte regelmäßig verkehrende Linie in Frankfurt ist die Linie 82 nach Paris. Sie bildet zwar keinen festen Takt, fährt aber im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden. Die 6 täglichen Züge verlassen Frankfurt immer zur Minute 58. 4 Züge fahren über Saarbrücken und 2 über Straßburg. Von beiden Relationen verkehrt ein Zug bei als französischer TGV-Zug. Der Rest fährt mit ICE Velaro-Zügen der Deutschen Bahn. Beide Züge bringen es auf 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Fahrzeit nach Paris beträgt über Straßburg 3,75 Stunden und über Saarbrücken knapp 4 Stunden. Um 13.58 Uhr verkehrt ab Frankfurt zusätzlich noch ein TGV nach Marseille am Mittelmeer. Bis dorthin dauert die Fahrt knapp 8 Stunden. In den Sommermonaten gibt es zudem an Samstagen ein Zugpaar nach Bordeaux, wo man 7 Stunden und 39 Minuten unterwegs ist. Ein weiteres exotisches Zugpaar in Frankfurt ist noch der täglich verkehrende Eurocity Express, kurz ECE, nach Mailand in Italien, der Frankfurt um 8.01 Uhr verlässt. Für seine Fahrt benötigt der Zug 7,5 Stunden. Hier kommen die Schweizer Triebwagen vom Typ ETR 610 zum Einsatz. Während die Züge von und nach Frankreich während der Riedbahnsperrung alle erst in Mannheim bzw. der Zug nach Bordeaux abweichend in Stuttgart beginnt bzw. endet, ist der Mailänder ECE
bereits ab Frankfurt unterwegs und wird gen Süden über Darmstadt, gen Norden über Mainz umgeleitet. Über die hier vorgestellten Züge hinaus gibt es noch verschiedene Verstärker und Einzelleistungen, vor denen hier nur die besondersten erwähnt sein sollen. So gibt es außer an Samstagen einen ICE 1 um 17.01 Uhr ab Frankfurt nach Oldenburg. Von Montag bis Freitag beginnt morgens ein ICE 3 in Darmstadt, tangiert Frankfurt halt am Flughafen und macht anschließend eine große Rundfahrt über Köln, Dortmund, Hamm, Paderborn und Kassel nach Würzburg, von wo aus es vereinigt mit einem Zug der Linie 41 weiter nach München geht. Außerdem erreichen in den Tagesrandlagen Intercities der am Rhein entlangfahrenden Linie 55 aus Dresden den Frankfurter Hauptbahnhof mit IC2 Garnitur 146er ELUX und es verkehren zwischen Frankfurt und Leipzig an einzelnen Wochentagen Verstärker mit IC2 Garnituren und 147ern. Auch der Flixtrain macht in Frankfurt Station, allerdings immer nur am Südbahnhof. Es handelt sich je nach Wochentag um bis zu drei Züge der Linie 10 Berlin, Halle, Erfurt, Frankfurt, Stuttgart, beziehungsweise im Fall eines Zuges nach Basel, sowie ein Zugpaar der Linie 15 Hamburg, Hannover, Kassel, Frankfurt, Stuttgart. Bevor wir das Kapitel Fernverkehr abschließen, wollen wir jedoch noch einen Blick auf die in Frankfurt verkehrenden Nachtzüge werfen. Hauptanbieter ist die ÖBB mit ihren Nightjet-Zügen. Täglich bietet sie das Nachtzugpaar Zürich-Amsterdam mit Halt-, Richtungs- und Lokwechsel in Frankfurt Hauptbahnhof an. Zwischen Frankfurt und Amsterdam wird dieser Zug nämlich von einer Vectron der niederländischen Staatsbahn gezogen, während zwischen Frankfurt und Zürich eine deutsche 101 zum Einsatz kommt. Ebenfalls ab Zürich verkehrt ein Nachtzugpaar nach Hamburg über Göttingen, Hannover und Bremen. Diese Züge halten nur in Frankfurt Süd und sind auf ihrem kompletten Laufweg mit einer 101 bespannt. Ebenfalls betrieben von der ÖBB, allerdings nicht als Nightjet, sondern als Euronight, verkehrt das Zugpaar Zürich-Prag mit Kurswagen nach Berlin, wobei die Zugtrennung bzw. Vereinigung in Leipzig erfolgt. Diese Züge fahren wiederum über den Hauptbahnhof und machen dort zwar einen Lokwechsel, allerdings von 101 auf 101. Das bereits seit etlichen Jahren angebotene Zugpaar Wien bzw. Innsbruck nach Amsterdam verkehrt zwar 2024 wie gehabt, allerdings ohne Halt in Frankfurt. Vermutlich würde es auch 2024 in den Sommermonaten wieder den Alpen-Sylt-Nachtexpress von Lörrach auf die Insel Sylt geben, der dann in Frankfurt Süd einen Halt einlegt. Darüber wird aber in der Regel erst kurz vor Saisonbeginn konkret informiert. Neben diesen echten Nachtzügen gibt es noch ein paar Nacht-ICEs der DB Fernverkehr, die alle über den Hauptbahnhof fahren und aus normalen, auch tagsüber verkehrenden Zügen gebildet sind. Konkret handelt es sich hierbei um die täglichen Zugpaare Berlin, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, München, Kiel, Hamburg, Ruhrgebiet, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Ruhrgebiet, Koblenz, Frankfurt und Dortmund, Siegen, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, sowie Sonntag auf Montag zusätzlich ein Zug von Basel nach Berlin und einer von Berlin nach Frankfurt. Alle diese Züge verkehren mit den für die entsprechende Linie jeweils üblichen Fahrzeugen. Gerade bei den längeren Leistungen findet ohnehin ein Teil der Fahrt tagsüber statt, wo die Züge dann in der Regel in die normalen Tageskonzepte eingebettet sind. So stellt zum Beispiel der Nacht-IC Stuttgart-Dortmund nur zwischen Stuttgart und Frankfurt einen zusätzlichen Nachtzug dar, während er zwischen Frankfurt und Dortmund als regulärer erster Zug des Tages der Linie 34 verkehrt. Mit der Ausfahrt der Werbelok 101.057 schließen wir jetzt das Kapitel Fernverkehr ab und widmen uns im Folgenden dem Regionalverkehr. Wir starten zunächst mit den Zügen gen Gießen, also jenen der Main-Weser-Bahn. Diese fahren immer von den Gleisen 11 bis 16 ab. Immer zu Minute 19 der ungeraden Stunde bricht meist auf Gleis 15 ein RE30 nach Kassel auf. Diese zweistündige Linie besitzt nur 11 Unterwegshalte und damit gerade einmal 4 mehr als die ICE-Linie 26. Zum Einsatz kommen hier Dosto-Garnituren, die von einer Baureihe 146.3 gezogen werden. Sie bestehen von der Lok aus gesehen aus einem zweite Klasse Dosto 07 Wagen mit extra großem Fahrradabteil, drei gemischtklassigen Dosto 94 Mittelwagen mit kleinem Erste-Klasse-Bereich im Oberstock, ein bis zwei reinen zweite Klasse Dosto 97 Mittelwagen und einem zweite Klasse Steuerwagen, bei dem es sich immer entweder um einen Dosto 94 oder 97 handelt.
Der Wagenpark bietet damit einen Misch aus verschiedenen Doppelstockwagentypen der dritten und vierten Generation, die sich jedoch seit einer 2015 abgeschlossenen Modernisierung in identischem und zeitgemäßem Look präsentieren. Insgesamt bringt es eine solche Garnitur auf 60 erste Klasse und bis zu 785 zweite Klasse Sitzplätze. Die höchste Geschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Mit dem RB30 dauert eine Fahrt bis Gießen 44 Minuten, eine bis Marburg genau eine Stunde und eine bis Kassel 2 Stunden und 13 Minuten. Aufgrund von anhaltendem Lokmangel im BW Frankfurt können derzeit auch regelmäßig E-Loks der Baureihe 114 auf dem RE30 beobachtet werden. Bis Marburg ergänzt sich dieser zweistündige RE30 mit dem ebenfalls zweistündigen RE98 zum Stundentakt. Der Zielbahnhof dieses RE98 ist zwar ebenfalls Kassel, allerdings hält er ab Kirchhain nördlich von Marburg dann überall und benötigt daher 20 Minuten länger bis Kassel, weshalb man nördlich von Marburg von keiner Taktergänzung mehr sprechen kann. Der RE98 führt bis Gießen immer einen zweiten Zugteil als RE99 nach Siegen mit, der dann auf der gesamten Strecke als RE verkehrt und sich mit der IC-Linie 34 zu einem groben Stundentakt ergänzt. Die Hessische Landesbahn setzt hier 160 km/h schnelle 3- und 5-Teiler des Fahrzeugtyps Flirt 2 ein. Ein Dreiteiler besitzt 206 und ein Fünfteiler 316 Sitzplätze. Bei beiden Varianten sind davon 16 Plätze der ersten Klasse zugeordnet. Normalerweise verkehrt sowohl der RE98 als auch der RE99 mit je einem Fünfteiler. Die Dreiteiler verkehren meist im Berufsverkehr zusätzlich in der Mitte des Zuges bis Gießen oder Marburg. Diese Kombination bringt es dann auf insgesamt 838 Plätze. Die Züge verlassen Frankfurt immer zur Mitte 21 der geraden Stunde, meist von Gleis 16. Eine Fahrt bis Gießen dauert wie mit dem RE30 40 Minuten, der RE98 erreicht Kassel nach 2,5 Stunden und der RE99 Siegen nach 1 Stunde und 45 Minuten. Um 17.31 Uhr ab Frankfurt gibt es noch einen RE99-Verstärker, der den Umweg über Gießen auslässt und so bereits nach 1 Stunde und 34 Minuten in Siegen ist. Während der RE98 erst ab Kirchhain überall hält, tut der Mittelhessen-Express dies bereits früher. Einmal pro Stunde startet ein aus mindestens zwei Zugteilen bestehender Zug am Frankfurter Hauptbahnhof. Zur ungeraden Stunde gibt es einen sogenannten schnellen Mittelhessen-Express zur Minute 51, der nur in Frankfurt-West, Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach hält und Gießen nach 44 Minuten erreicht. Zur geraden Stunde hingegen gibt es einen langsamen Mittelhessen-Express zur Minute 29, der zusätzlich in Bad Vilbel und ab Friedberg überall hält und Gießen damit erst nach einer knappen Stunde erreicht. Immer in der Stunde, in der dieser langsame Mittelhessen-Express fährt, gibt es zur Minute 51 den ICE der Linie 26 in Richtung Gießen. Mit RE30, 98-99, dem schnellen Mittelhessen-Express und der ICE-Linie 26 ergibt sich dann ein 30-Minuten-Takt zwischen Frankfurt und Gießen. Nördlich von Gießen halten alle Züge des Mittelhessen-Express überall und ergänzen sich zum Stundentakt. Der vordere Teil fährt als RB41 nach Dreiser, zum Teil nur bis Stadtallendorf oder Marburg, während es für den hinteren Zugteil als RB40 nach Dillenburg geht. Die Züge fahren bunt gemischt von den Gleisen 14 bis 16 ab. Eine Fahrt nach Marburg dauert zwischen 82 und 94 Minuten, eine bis Dreiser zwischen 1 Stunde 52 und 2 Stunden 9. Bis Dillenburg benötigen die Züge 1,5 bis 1,75 Stunden. Diese Linien werden seit Dezember 2023 von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB, betrieben, die hier den Einsatz von fabrikneuen Elektrotriebwagen der Baureihe 1440 geplant hat. Dabei kommen Vierteiler mit 200 und Fünfteiler mit 280 Sitzplätzen zum Einsatz, deren Höchstgeschwindigkeit 160 km/h beträgt. Allerdings wird die Zulassung der ersten Fahrzeuge erst im März 2024 erwartet, weshalb derzeit auf den bis nach Frankfurt kommenden Leistungen die Talent 2 von DB Regio leihweise weiter im Einsatz sind. Da auch ab März noch nicht alle Fahrzeuge zur Verfügung stehen, kann es bis weit in das Jahr 2024 hinein dauern, bis der vollständige Einsatz der neuen Fahrzeuge erfolgt.
Zu diesem dargelegten Konzept kommen im Berufsverkehr etliche Verstärker hinzu. So wird der sonst nur zweistündige langsame Mittelhessen-Express durch zusätzliche Züge zum Halbstundentakt ergänzt. Diese Verstärker werden trotz der Bedienung jener Halte des langsamen Mittelhessen-Express als RE30 bezeichnet und fahren mit den entsprechenden DOSTO-Garnituren. Sie enden in der Regel in Gießen oder Marburg. Zuletzt gibt es auf der Malmeserbahn noch die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Die Züge fahren immer zur Minute 46 von Gleis 14 oder 16 ab und benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 9 Minuten. Von Montag bis Freitag wird dabei zwischen 16 und 18 Uhr alle halben Stunden gefahren. Zum Einsatz kommen Triebwagen der Baureihe 642, auch als die Zero Classic bekannt. Diese 120 km/h schnellen Fahrzeuge bieten ca. 110 Sitzplätze, weil im Berufsverkehr bis zu 3 Einheiten zum Einsatz kommen können, die dann 330 Sitzplätze bieten. Doch da auch das nicht genug für die vielen Pendler auf dieser Strecke ist, fahren die Züge um 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt nicht mit 642ern, sondern mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245. Zwei Verstärker mit selbigem Zugmaterial gibt es auch auf der RB48 nach Nidda, die ansonsten nicht zum Frankfurter Hauptbahnhof kommt. Während die Verstärker morgens alle getrennt nach Frankfurt fahren, sind sie am Nachmittag bis Bad Vilbel als gemeinsame 8-Wagen-Sandwich-Garnitur unterwegs. Die beiden 4-Wagen-Garnituren bieten jeweils 470 Sitzplätze. Neben den beiden DOSTO-Verstärkern gibt es auf der RB48 noch einen weiteren Verstärker ab Frankfurt, der von der HLB mit 2646ern unterwegs ist. Dieser fährt um 18.44 Uhr ab Frankfurt und benötigt bis Nidda 1 Stunde und 15 Minuten. Nachdem wir das Kapitel Main-Weser-Bahn jetzt abgehakt haben, machen wir weiter mit den Zügen in Richtung Hanau, die Frankfurt in der Regel von den Gleisen 4 bis 13 verlassen. Starten wir mit den Zügen auf der Kinzigtalbahn in Richtung Fulda. Hier sind die beiden stündlichen Linien RE50 Frankfurt-Fulda und RB51 Frankfurt-Wächtersbach unterwegs. Die RB51 hält ab Hanau und der RE50 ab Wächtersbach überall. Hinzu kommt 3 bis 4 Mal täglich der RE5, auch bekannt als sogenannter Hessen-Express, von Frankfurt nach Bebra, der nur in Frankfurt Süd, Hanau, Bad Soden-Salmünster, Schlüchtern, Fulda, Hünfeld und Bad Hersfeld hält. Er verlässt Frankfurt Hauptbahnhof täglich um 8.18 Uhr, 14.18 Uhr und 20.15 Uhr, von Montag bis Freitag auch zusätzlich um 18.18 Uhr. Bis Fulda benötigt man mit diesen Zügen nur 1 Stunde und 13 Minuten. Bis Bad Hersfeld 1 Stunde und 44 Minuten und bis Bebra 1 Stunde und 55 Minuten. Der RE50 startet in Frankfurt immer zur Minute 26 von den Gleisen 4 bis 8. Er benötigt bis Hanau 20 Minuten und bis Fulda 1 Stunde und 23 Minuten, womit er 10 Minuten langsamer ist als der RE5. Da die Züge in der Gegenrichtung immer zur Minute 28 in Frankfurt ankommen, um eine 58-minütige Wendezeit auf den vielbefahrenen mittleren Gleisen des Hauptbahnhofs vermeiden will, wendet der angekommene RE50 immer auf die RB51 nach Wächtersbach, die dann zur Minute 42 von den Gleisen 10 bis 13 aufbricht. Gleiches Prozedere gilt natürlich auch für die Gegenrichtung. Die RB51 benötigt bis Hanau ebenfalls 20 Minuten und bis Wächtersbach genau 1 Stunde. Sowohl auf dem RE50 als auch auf der RB51 gibt es von Montag bis Freitag je 3 Verstärker im Berufsverkehr. Die RE50-Verstärker fahren in Frankfurt um 15.50 Uhr, 16.50 Uhr und 17.50 Uhr, beziehungsweise freitags alle 1 Stunde früher, und benötigen bis Fulda über 1,5 Stunden, da sie zahlreiche Fernverkehrsüberholungen im vielbefahrenen Kinzigtal in Kauf nehmen müssen. Der Zug um 15.50 Uhr fährt dabei weiter bis Bebra,
wohin er 2 Stunden und 21 Minuten benötigt. Auch der vorletzte Zug des Tages um 22.26 Uhr ab Frankfurt fährt weiter bis Bebra, der aufgrund der wegfallenden Fernverkehrsüberholungen trotz der Tatsache, dass er auch hinter Fulda überall hält, nur 2 Stunden und 15 Minuten braucht. In der Gegenrichtung gibt es morgens einen Verstärker weniger, dafür aber einen zusätzlichen Hessen-Express zwischen Fulda und Frankfurt. Auf der RB51 gibt es wie angesprochen ebenfalls 3 Verstärker, die um 16.02 Uhr, 17.02 Uhr und 18.02 Uhr ab Frankfurt fahren. Der Zug um 17.02 Uhr fährt dabei allerdings nicht ab dem Frankfurter Hauptbahnhof, sondern startet aufgrund der so hohen Auslastung erst in Frankfurt Süd. Zum Einsatz kommen auf allen 3 Linien Doppelstockwagen. Es handelt sich um 6 Wagengarnituren, bestehend aus denselben Wagen in selber Reihenfolge wie beim RE30. Allerdings reihen sich hier auch regelmäßig unmodernisierte DOSTO 07 in einzelnen Zügen mit ein. Auf dem RE5 sowie auf den RB51 Verstärkern handelt es sich um 4 Wagengarnituren, bestehend aus einem gemischtklassigen und 2 zweite Klasse Wagen sowie selbstverständlich einem Steuerwagen. Auch hier größtenteils mit den modernisierten Wagen, die wir schon kennen, aber auch zum Teil mit den unmodernisierten DOSTO 07. Die 4 Wagengarnituren werden bis auf eine planmäßig von ELAX der Baureihe 146.3 gezogen bzw. geschoben. Diese eine Garnitur ist planmäßig mit einer 114 bespannt. Die 6 Wagengarnituren werden planmäßig je zur Hälfte von 146.3 und von Beacon Rail Leasing angemieteten Vectrons der Baureihe 193 bespannt. Aufgrund des auch hier spürbaren Lokmangels, insbesondere an 146ern, sind aktuell auch etliche 114er hier zu beobachten. Theoretisch werden auf dem RE50 3 Züge im morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehr mit Verlängerungen gefahren, bei denen 2 bis 3 Wagen und eine zweite Lok vorgespannt werden, was die Sitzplatzanzahl auf über 1000 Plätze steigen lässt. Allerdings werden diese Leistungen so bereits seit langem nicht mehr gebildet und die Züge mit Vermerk mehrere Wagen fehlen auf die Reise geschickt. Offizielle Gründe dafür kenne ich nicht und möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen. Zuletzt sei noch erwähnt, dass in den Tagesrandlagen auch auf den RB51 Haupttakten 4 Wagengarnituren zum Einsatz kommen können. Weiter geht's mit den Zügen auf der Main-Spessart-Bahn, sprich der Bahnstrecke über Aschaffenburg nach Würzburg. Hier verkehrt im Stundentakt der Main-Spessart-Express, bei dem es 2 Fahrtmöglichkeiten gibt. Zum einen den zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch verkehrenden RE54 und zum anderen den südmainisch verkehrenden RE55. Meist sind die Züge immer im Wechsel anzutreffen, zur ungeraden Stunde ab Frankfurt ein RE54 und zur geraden ein RE55. Ausnahmen gibt es im Berufsverkehr, zu dem alle Züge als RE55 fahren, und zur Schwachverkehrszeit, sprich spätabends und sonntagvormittags, zu der alle Züge als RE54 fahren. Da die Züge hier in Frankfurt etwa eine Stunde Wendezeit haben, aber auf den schon angesprochenen stark frequentierten Mittelgleisen fahren, werden sie zwischendurch abgestellt. Meist etwa 10 bis 15 Minuten vor Abfahrt werden sie dann wieder bereitgestellt. Der RE54, der in der Regel zur ungeraden Stunde abfährt, startet zur Minute 30 und der in der Regel zur geraden Stunde abfahrende RE55 zur Minute 34. Gleistechnisch sind Abfahrten von 4 bis 10 bunt gemischt anzutreffen. Die Züge benötigen bis Hanau 21 Minuten, bis Aschaffenburg 41 Minuten und bis Würzburg 1 Stunde und 47 Minuten. Der RE54 ist jeweils 4 Minuten länger unterwegs. Der Zug zur ungeraden Stunde ab Frankfurt, also meistens der RE54, fährt in der Regel weiter nach Bamberg. Eine Fahrt bis dorthin dauert 3 Stunden.
Am Wochenende gibt es mit dem Freizeitexpress Frankenland noch zweimal täglich um 9.01 Uhr und 15.01 Uhr ab Frankfurt einen 15 Minuten schnelleren Zug nach Bamberg, der zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzt. Auf all diesen Zügen kommen Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 zum Einsatz. Es handelt sich um 160 km/h schnelle 4-Wagen-Züge mit ca. 320 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr gibt es bis Aschaffenburg oder Würzburg auch Doppeltraktionen. Recht häufig dreht auch eine Doppeltraktion für 25 hier ihre Runden. Der RE54 verkehrt wie angesprochen zwischen Frankfurt und Hanau Nordmainisch und hält dort überall. Er fügt sich hier in ein Ergänzungskonzept ein, das insgesamt ein halbstündiges Angebot vorsieht. Zum zweistündigen RE54 kommt um eine halbe Stunde versetzt die RB58 Rüsselsheim-Opelberg-Laufach, zum Teil erst ab Frankfurt-Stadion, hinzu, die allerdings nicht über den Frankfurt Hauptbahnhof verkehrt, da dieser nicht die entsprechenden Kapazitäten aufweisen kann. Abfahrt in Frankfurt Süd nach Laufach ist immer zur Minute 2, Hanau wird nach 18 Minuten, Aschaffenburg nach 45 Minuten und Laufach nach 1 Stunde und 4 Minuten erreicht. Im Berufsverkehr enden die Züge bereits in Aschaffenburg, da dann zwischen Aschaffenburg und Gemünden eine separate Regionalbahn verkehrt. In der Gegenrichtung wird zur Minute 58 abgefahren. Der Frankfurter Flughafen, an dem die Züge im Übrigen am Fernbahnhof halten, wird nach 14 Minuten und das Rüsselsheimer Opelwerk nach 25 Minuten erreicht. Die RB 58 wird von der HLB mit 3- und 4-teiligen Triebwagen der Baureihe 1440 betrieben. Ein Dreiteiler verfügt über 185 und ein Vierteiler über 239 Sitzplätze. Da beim so dargelegten Konzept mit stündlicher RB 58 und zweistündigem RE 54 immer in der Stunde, in der ein RE 55 verkehrt, eine nordmainische Taktlücke entsteht, verkehrt zu diesen Stunden eine zusätzliche RB 58 zwischen dem Frankfurter und dem Hanauer Hauptbahnhof, ebenfalls von der HLB mit 1440 Triebwagen, deren Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Gleissituation in Frankfurt mit der des RE 54 übereinstimmt, einschließlich der Tatsache, dass auch die RB 58 immer in ihrer Wendezeit weggestellt wird. Der Takt dieser zusätzlichen RB 58 Züge ist abhängig von RE 54 und 55. Während zum Beispiel die Züge nach Gießen alle sehr schön verteilt fahren und einen Halbstundentakt bilden, sind die nach Hanau sehr ungleichmäßig verteilt. So fahren zwischen den Minuten 25 und 45 drei bis fünf Regionalzüge nach Hanau, dafür über die restliche Stunde verteilt, bis auf Verstärker keine. Dafür fahren dann zwischen den Minuten 50 und 20 vier bis sechs Fernzüge über diese Strecke. Ähnlich schnelle Züge auf vielbefahrenen Strecken in Blöcken fahren zu lassen, ergibt zwar, wie am Beispiel der Strecke nach Hanau gut zu sehen, ungleichmäßige Vertaktungen, ist allerdings trassentechnisch deutlich sinnvoller, da so unnötig viele Überholungen vermieden werden können. Vorausgesetzt natürlich, die Züge sind pünktlich. Nach Hanau gibt es zu guter Letzt auch den RE 85, der Teil des Netzes der Odenwaldbahn ist. Die Züge verkehren stündlich von Frankfurt über Hanau bis Babenhausen und alle zwei Stunden darüber hinaus nach Großumstadt-Wiebelsbach sowie im Berufsverkehr und am Wochenende noch weiter bis Erbach. Von Montag bis Freitag verkehrt zwischen der 17 zusätzlich zum RE 85 nach Babenhausen eine RB 86, die abweichend nordmainisch über Frankfurt-Ost verkehrt und ab Hanau überall hält. Ihr Zielbahnhof ist Großumstadt-Wiebelsbach. Abfahrt des RE 85 ist in der Regel zur Minute 38 der geraden Stunde, meist auf Gleis 9, 12 oder 13. Die Fahrt bis Hanau dauert 18 Minuten und die bis Wiebelsbach 59 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 20 Minuten. Da der RE 85 theoretisch ebenfalls eine knappe Stunde Wendezeit in Frankfurt hätte, ist er umsteigefrei mit der RB 82 verbunden, die ebenfalls stündlich in den Odenwald verkehrt, allerdings über Darmstadt Nord und Oberramstadt. Hier fahren alle Züge bis mindestens Erbach, alle zwei Stunden geht es sogar weiter bis Eberbach im Neckartal. Abfahrt für diese Linie ist in Frankfurt immer zur Minute 25 von Gleis 12. Bis
Bis Darmstadt Nord dauert die Fahrt 19 Minuten, bis Großumstadt-Wiebelsbach 50 Minuten und bis Erbach 1 Stunde und 23 Minuten. Züge bis Eberbach benötigen für ihre Reise 1 Stunde und 53 Minuten. Das Netz der Odenwaldbahn wird von der Vias Rail GmbH betrieben. Zum einen verkehren hier auf etwa 2/3 der Leistungen Dieseltriebwagen der Baureihe 615, sogenannte iTinos mit 119 Sitzplätzen, die mit bis zu 3 Einheiten unterwegs sind. Zum anderen trifft man hier Lind-54-Triebwagen mit etwa 175 Sitzplätzen an, die mit bis zu 2 Einheiten unterwegs sind. Beide Fahrzeugtypen sind 140 km/h schnell. Die RB82 verlässt Frankfurt in Richtung Main-Neckar-Bahn, womit wir uns der nächsten Richtung widmen. Auch diese Züge sind alle noch auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen, nutzen dabei allerdings vorzüglich den Bereich 10 bis 13. Bevor wir uns den Zügen nach Darmstadt widmen, schauen wir uns noch die Dreieichbahn nach Dieburg an, auf der die stündliche RB61 verkehrt, die Frankfurt in der Regel zur Minute 15, meistens auf den Gleisen 10 bis 13 verlässt. Eine Fahrt nach Rödemark-Oberroden dauert 35 Minuten und eine nach Dieburg 49 Minuten. Vom Abfahrts- und Taktsystem wird im morgendlichen Berufsverkehr stark abgewichen. Unter anderem gibt es hier einen nicht von der DB Regio, sondern von der Vias betriebenen Zug um 8.32 Uhr an Frankfurt. Und der Zug um 8.06 Uhr an Frankfurt endet nicht am Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt Süd. Nachmittags gibt es zudem zusätzliche Verstärker um 16.39 Uhr, 17.40 Uhr und 18.44 Uhr ab Frankfurt Süd, die bis Rödermark-Oberroden verkehren. Eingesetzt werden auf dieser Linie bis auf den Vias-Verstärker Dieseltriebwagen des Typs PESA in zweiteiliger Ausführung als Baureihe 632 mit 110 Sitzplätzen und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 633 mit 160 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr sind auch Züge mit 2 Dreiteilern und somit insgesamt 320 Sitzplätzen an der Tagesordnung. Vereinzelt können aber auch noch die älteren 642er zum Einsatz kommen, die jedoch in den meisten Fällen nur zwischen Dreieich Buchschlag und Rödemark-Oberroden pendeln und so selten den Frankfurter Hauptbahnhof erreichen. Jetzt aber zu den Darmstädter Zügen, die in der Regel alle halben Stunden verkehren. Immer zur Minute 6 startet in Frankfurt eine Regionalbahn mit 2 Zugteilen, die die Liniennummern RB67 und 68 tragen. Nach 20 Minuten sind diese Züge in Darmstadt, nach 52 in Bensheim, nach 66 in Weinheim und nach 89 in Neuedingen-Friedrichsfeld. 28 Minuten später startet immer zur Minute 34 der RE60, der die RB67-68 bis Darmstadt zum Halbstundentakt ergänzt. Dann jedoch deutlich schneller ist und so Bensheim schon nach 33 Minuten, Weinheim nach 49 und Neuedingen-Friedrichsfeld nach 59 Minuten erreicht. Er holt so die deutlich langsamere Regionalbahn bis hierhin ein und nimmt so immer Anschlussreisende nach Mannheim auf, wo er dann nach 1 Stunde und 7 Minuten seit Frankfurt Hauptbahnhof ankommt. Die Regionalbahn hingegen verkehrt nach der in Neuedingen erfolgten Zugteilung zum einen als RB67 nach Schwetzingen bzw. im Berufsverkehr weiter nach Hockenheim, zum anderen als RB68 nach Heidelberg sowie von Montag bis Freitag in der Regel weiter bis Wiesloch-Walldorf. Heidelberg erreicht man dann nach 1,5 Stunden, am Wiesloch-Walldorf nach 1,75 Stunden. Eine Fahrt nach Schwetzingen dauert 1 Stunde und 38 Minuten. Allerdings kann dorthin aufgrund des längeren Aufenthalts dieses hinteren Zugteils in Neuedingen-Friedrichsfeld auch eine Umsteigerverbindung mit dem RE60 in Anspruch genommen werden, wodurch man entsprechend 28 Minuten Zeit einspart. Einzige Ausnahme ist die Verbindung um 17.06 Uhr ab Frankfurt, da anstelle des 17.34 Uhr abfahrenden RE dann ein Regionalbahnverstärker verkehrt. Darüber hinaus gibt es sowohl auf der Regionalbahn als auch auf dem Regionalexpress aufgrund der Rücksichtnahme auf diverse Fernzüge auch kleinere Abweichungen im Minutenbereich. Bei einem RE muss deshalb sogar der Halt in Langen ausfallen. Zuletzt sei noch zu nennen, dass es in den Tagesrandlagen auch etliche bereits in Darmstadt endende RE-Züge gibt, sowie morgens einen Verstärker RE Mannheim-Frankfurt und einen Verstärker RE Darmstadt-Frankfurt. Letztere fällt aufgrund seines Fahrzeugeinsatzes klar auf, denn er verkehrt anders als die restlichen Züge mit einer Garnitur des RE50.
Da die von diesen Zügen genutzte Strecke während den Zeiträumen der Riedbahnsperrung eine der wichtigsten Umleitungsstrecken darstellt, ergeben sich hier auch im Nahverkehr einige Änderungen. RE und RB werden in diesem Zeitraum harmonisiert und auf einen annähernd reinen Halbstundentakt bis Neuedingen-Friedrichsfeld gebracht. Außerdem erfolgt ein Tausch der Trassenlagen von RB und RE. Zur Minute 6 startet damit dann in Frankfurt der RE60, der im Gegensatz zu sonst zusätzlich die Halte Darmstadt Süd und Heddesheim-Hirschberg bedient, während die RB6768 zum RE68 hochgestuft wird, künftig zur Minute 34 fährt und die Halte Darmstadt Süd, Bickenbach, Hemsbach, Weinheim-Sulzbach, Weinheim-Lüttelsachsen und Heddesheim-Hirschberg auslässt. Dieser neue RE68, der ohne Zugteil nach Schwetzingen verkehrt, fährt dann wie gewöhnlich nach Heidelberg, wo in diesem Zeitraum alle Züge enden. Der RE60 fährt auch mit seiner neuen Zeitlage wie bisher nach Mannheim. Beide Linien verkehren in dieser Zeit zudem ausschließlich mit Doppeltraktion. Es ergibt sich eine neue einheitliche Fahrzeit von etwa 40 Minuten bis Bensheim und einer Stunde bis Neuedingen-Friedrichsfeld. Nach Heidelberg benötigt man in dieser Zeit 1 Stunde und 17 Minuten, das ist etwa 15 Minuten schneller als sonst. Nach Mannheim ist man ebenfalls genau 1 Stunde und 17 Minuten unterwegs, was 10 Minuten mehr bedeuten als sonst. Außerhalb der Sperrung gibt es natürlich auch Nahverkehr auf der Riedbahn. Stündlich verkehrt der RE70 zur Minute 12 auf Gleis 17 ab Frankfurt, was eine grobe halbstündige Versetzung zum RE60 darstellt. Der RE70 benötigt bis Riedstadt-Gordelau 29 Minuten, bis Biblis 48 Minuten und bis Mannheim 1 Stunde und 7 Minuten. Die Linien RE60, RB67, RB68 und RE70 bilden zusammen das Netz des Main-Neckar-Ried-Express, auf dem Twinnex-Doppelstock-Triebwagen zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum Main-Spessart-Express tragen diese aber die Baureihennummer 446, da sie einen etwa 20 cm höheren Einstieg für einen optimalen Mischbetrieb mit den Baureihen 425 und 463 besitzen. Hier kommen sowohl drei- als auch vierteilige Triebzüge zum Einsatz. Ein Dreiteiler bietet 270 und ein Vierteiler 383 Sitzplätze. Auf der RB67 bzw. 68 kommen wegen der Zugteilung immer Doppeltraktion, meist aus zwei Vierteilern zum Einsatz, die dann bis zu 766 Sitzplätze bieten. Auf den Linien RE60 und RE70 sind im Berufsverkehr ein Vier- und ein Dreiteiler unterwegs, sonst fährt meist ein Vierteiler. Die Fahrzeuge sind 160 km/h schnell. Wegen anhaltendem Mangel an Twinnex-Zügen drehen bereits seit längerem auch für 25er ihre Runden. Meist handelt es sich um ein bis zwei Umläufe, auf denen Doppeltraktion verkehren. Seltener sind auch alle drei Umläufe mit für 25 bestückt, wobei es dann auch zu Einfachtraktionen kommen kann. Während der Sperrphasen der Riedbahn ist der RE70 auf seinem kompletten Laufweg durch verschiedene Ersatzbusse ersetzt. Der RE70 startet in der Regel auf Gleis 17 und fährt in Richtung Frankfurt-Niederrad aus, was auch alle südmännischen Züge nach Mainz tun. Hier verkehren die beiden sich zum Stundentakt ergänzenden Linien RE2 Frankfurt-Koblenz und RE3 Frankfurt-Saarbrücken, die somit in einem jeweiligen 2-Stunden-Takt verkehren. Der RE3 verlässt Frankfurt immer zur Minute 8 der geraden Stunde von verschiedenen Gleisen, meistens jedoch 20 oder 21, und erreicht Mainz nach 41 Minuten, Bad Kreuznach nach 1 Stunde und 12 Minuten und Saarbrücken nach etwas über 3 Stunden. Fast 20 Minuten schneller sind die beiden Verstärker um 17.26 Uhr und 19.25 Uhr ab Frankfurt, die zwischen Frankfurt und Mainz seltener halten und einige längere Aufenthalte bzw. Fahrplanpuffer auslassen. Hinter Bad Kreuznach ergänzen sich die Verstärker und die regulären Züge dann auch zu einem reinen Stundentakt. Betreiber des RE3 ist die Privatbahn Flex, ein Tochterunternehmen der Länderbahn, welche Triebwagen der Baureihen 620 und 622 einsetzt. Wobei die 54 Meter langen 622er 162 und die 81 Meter langen 620er 264 Sitzplätze zur Verfügung haben.
Die 140 km/h schnellen Triebwagen kommen auf dem RE3 in verschiedenen Kombinationen zum Einsatz, die bis zu 3 Einheiten zu bieten haben. Selber Betreiber und selbe Fahrzeuge trifft man auch auf diversen anderen Strecken im Nordwesten Rheinland-Pfalz an, weshalb im Berufsverkehr etliche weitere Flexzüge in Frankfurt zu beobachten sind, wie die auf dem RB33 Verstärker 15:26 ab Frankfurt nach Bad Kreuznach und den RB31 Verstärkern um 15:56, 16:56 und 17:56 ab Frankfurt mit Fahrziel Alzey, wohin man 1 Stunde und 25 Minuten unterwegs ist. Außerdem betreibt Flex einzelne Verstärker auf Linien anderer Betreiber, die wir gleich noch kennenlernen werden. Und damit kommen wir jetzt zum RE2 Frankfurt-Koblenz, der wie angesprochen genau wie der RE3 alle 2 Stunden verkehrt und Frankfurt dann dementsprechend immer zur Minute 8 der ungeraden Stunde verlässt, wie der RE3 meistens auf Gleis 20. Eine Reise entlang des linken Rheins bis Koblenz dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Auch auf dem RE2 gibt es Verstärker, die um 16:25 und 18:26 ab Frankfurt verkehren und zwischen Frankfurt und Mainz wie die RE3 Verstärker weniger halten, dafür aber zwischen Bingen und Koblenz zum Teil deutlich öfter halten. Die beiden Verstärker werden von Flex betrieben, alle anderen Züge sind Teil des von DB Regio betriebenen Südwestexpress-Kurs Süwex-Netz. Auf diesem kommen 160 km/h schnelle Fliert 3 Fünfteiler der Baureihe 1429 zum Einsatz, die mit wenigen Türen und einem für den Nahverkehr recht hohen Komfort gut für die zum Teil längeren Südwegslinien konzipiert sind. In einem Triebwagen dieser Bauart können ca. 350 Fahrgäste Platz nehmen. Auf dem RE2 gibt es zu Stoßzeiten auch vereinzelte Doppeltraktionen. Seit Mitte 2023 erhalten die Züge alle nach und nach dieses neue Farbschema mit rot lackierten Triebköpfen, analog zu anderen in Rheinland-Pfalz verkehrenden Fahrzeugen. Neben dem RE2 beginnen in Frankfurt noch zwei weitere Südwestlinien, die zwischen Frankfurt und Mainz im Stundentakt verkehren, dabei jedoch den nordmainischen Weg über Höchst und Hochheim nehmen. Es handelt sich um die beiden Linien RE4 und RE14, die wohl das komplexeste Liniengebilde in Frankfurt darstellen, da sich Start und Ziel nicht nur im Berufsverkehr immer wieder ändern, sondern selbst tagsüber in beiden Richtungen unterschiedlich sind. Der RE4 verlässt Frankfurt üblicherweise zur Minute 38 der ungeraden Stunde und endet in der Regel bereits in Mainz. Der Zug um 15.38 Uhr fährt allerdings als RE14 nach Mannheim, der um 16.38 Uhr dafür als RE4 nach Germersheim. Der RE14 startet immer zur Minute 38 der geraden Stunde und fährt mit Ausnahme der eben angesprochenen Abweichungen immer nach Mannheim. Eine Fahrt bis Mainz dauert 33 Minuten, eine bis Worms 1 Stunde und 6 Minuten und eine bis Mannheim 1 Stunde und 28 Minuten. Am Wochenende gibt es durchgehend einen zweistündigen RE4 nach Mainz und einen RE14 nach Mannheim. In der Gegenrichtung sieht es dagegen schon wieder ganz anders aus. Hier kommt der zweistündige RE4 immer aus Karlsruhe, von wo aus man 2 Stunden und 15 Minuten bis Frankfurt benötigt. Der RE14 startet wie in der Gegenrichtung in Mannheim. Stammgleis der Züge dieser Linie ist Gleis 24. Zum Einsatz kommen wir auf dem RE2 die Flirt 3 Triebwagen. Im Berufsverkehr wird allerdings auch davon abgewichen. Dann gibt es auch einzelne Züge, die von Flex mit Linz betrieben werden, sowie einen Zug mit einer Baureihe für 25, womit ausgerechnet im Berufsverkehr zum Teil Züge mit geringerer Kapazität als die sonst eingesetzten Südwex-Triebwagen verkehren. Übrigens ist die Abfahrt der Linien RE4 und 14 in Frankfurt immer um eine halbe Stunde zu denen der Linien RE2 und 3 versetzt, womit sich unterm Strich ein grober 30-Minuten-Takt nach Mainz ergibt. Auch die von diesen Zügen befahrene Strecke stellt während der Riedbahnsperrung einen wichtigen Umleitungslaufweg dar, weshalb es auch hier Anpassungen gibt. Es verkehrt dann stündlich die Linie SE14 Frankfurt-Mannheim mit etlichen zusätzlichen Halten zwischen Mainz und Mannheim zur Ersetzung der sonst dort verkehrenden S6. In dieser Zeit beträgt die Fahrzeit nach Worms 1 Stunde und 10 Minuten, die nach Mannheim 1,5 Stunden. Fahrten von und nach Karlsruhe gibt es in dieser Zeit nicht.
Den nordmainischen Laufweg von A414 nutzen natürlich auch andere Linien, denen wir uns jetzt widmen. Die erste, die wir davon betrachten wollen, ist die RB10 nach Neuwied über Wiesbaden und Koblenz, die im Gegensatz zum linksrheinischen RE2 rechtsrheinisch verkehrt. Die Züge fahren im Stundentakt. Abgesehen von den Tagesrändern wird bis Assmannshausen an allen Wochentagen ein 30-Minuten-Takt angeboten, der im Berufsverkehr bis Koblenz verlängert wird. Abfahrt der Züge ist immer zu Minute 53 bzw. für die Zwischentakte zu Minute 23 von den Gleisen 22 bis 23. Wiesbaden wird nach 35 Minuten, Rüdesheim nach 1 Stunde und 40 Minuten, Koblenz nach 2 Stunden und 13 Minuten und Neuwied nach 2 Stunden und 33 Minuten erreicht. Zum Einsatz kommen auf der RB10 Flirt 1 Elektrotriebwagen in vierteiliger Ausführung als Baureihe 428 und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 427. Ein Vierteiler bietet 219 und ein Dreiteiler 181 Sitzplätze. In den Spitzenzeiten können bis zu 3 Einheiten gemeinsam verkehren, oft enden dann aber Zugteile unterwegs bereits in Wiesbaden oder Kaub. Die Fahrzeuge erhalten im Laufe des Jahres 2024 alle ein modernes Redesign. Hinzu kommen von Montag bis Freitag Verstärkerzüge der Linie RE9, die zwischen Frankfurt und Eltville verkehren und dabei den Umweg über den Wiesbadener Hauptbahnhof auslassen, was etwa 10 Minuten Fahrzeit einspart. Abfahrt ist von 7 bis 8 sowie von 15 bis 18 Uhr immer zu Minute 12, meist von Gleis 24. Hier ist die HLB mit den 1440ern unterwegs, die wir bereits von den Linien RB58 und RE59 gen Hanau kennen. Es kommen Einfachtraktionen zum Einsatz. Auch in Richtung Limburg an der Lahn gelangt man von Frankfurt aus stündlich. Unterwegs ist hier die RB22 der DB Regio, die den Frankfurter Hauptbahnhof immer zu Minute 31 aus dem Gleisbereich 19 bis 24 verlässt. Eine Fahrt bis Niedernhausen dauert 29 Minuten, eine bis Limburg 1 Stunde und 10 Minuten. Von Montag bis Freitag kommt im Berufsverkehr der RE20 hinzu, der Frankfurt immer zu Minute 1 verlässt und 7 Minuten schneller in Limburg ist. Außerdem verkehrt die RB22 im Berufsverkehr halbstündig, dann immer zu Minuten 15 und 43 ab Frankfurt. Zusammen mit einer Umsteigeverbindung aus S2 und RB21 besteht dann insgesamt ein Viertelstundentakt nach Limburg. Zum Einsatz kommen Wendezüge, bestehend aus 5 modernisierten Dosto 07 Wagen und E-Loks der Baureihe 146.1. Ein Wagen ist dabei im Rahmen des Projekts Ideenzug-Taunus-Strecke im Unterstock jeweils mit einer innovativ gestalteten Sitzecke mit Arbeitstheke ausgestattet. Auch hier sind wegen Lokmangel aktuell zahlreiche 114er und neuerdings sogar wieder eine 143 im Einsatz. Außerdem wäre da noch die RB12 nach Königstein, die im 30 sonntags nur im 60-Minuten-Takt nach Königstein verkehrt. Abgefahren wird immer zu Minuten 17 und 47 von den Gleisen 22 oder 23. Der Zwiebernhof ist nach 36 Minuten erreicht. Die Linie ist Teil des Netzes der Taunusbahn, auf welchem die Startregionalverkehre Deutschland, eine DB Regio-Tochter, unterwegs ist. Zum Einsatz kommen Wasserstofftriebwagen vom Typ Island, geführt als VT554. Es handelt sich um Wasserstoff-elektrische Lind 54 mit 138 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr werden dabei Doppeltraktionen eingesetzt. Wegen anhaltender Probleme mit der Lieferung und dem Betrieb der Fahrzeuge kamen im letzten Jahr auf der RB12 überwiegend klassisch dieselbetriebene, von der HLB geliehene Lindtriebwagen zum Einsatz, die man auch Anfang 2024 noch vereinzelt antreffen kann. Ebenfalls zum Taunusbahnnetz gehören die von Montag bis Freitag verkehrenden 4 morgendlichen und 5 nachmittäglichen RB15-Verstärker von Frankfurt gen Hochtaunus nach Gräfenwiesbach oder Brand-Oberndorf.
Sie sind am Frankfurter Hauptbahnhof umsteigefrei mit der RB12 verbunden und mit denselben Fahrzeugen unterwegs. Bad Homburg sind diese Züge 28 Minuten, bis Usingen 1 Stunde und 6 Minuten, bis Gräfenwiesbach 1 Stunde und 22 Minuten und bis Bonn-Oberndorf 1 Stunde und 34 Minuten unterwegs. Damit haben wir jetzt auch den Block Regionalverkehr hinter uns und können weitermachen mit den Linien der S-Bahn Rhein-Main, die alle neuen hier im Frankfurter Hauptbahnhof halten. Die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten alle im Tiefbahnhof auf Gleis 101 bis 104 und die S7 sowie auch S8-Verstärker zum Flughafen, am Wochenende S1-Verstärker nach Höchst und vereinzelt auch andere S-Bahn-Züge fahren oben aus der Bahnhofshalle. Dabei fährt die S7 von Gleis 1 bis 3 und die anderen Züge alle von Gleis 18 bis 23. Wobei die zusätzlichen Messezüge bzw. S6-Umleiter wegen dem Main-Weser-Bahn-Ausbau auch auf Gleis 11 bis 16 anzutreffen sind. Auch weitere Ausnahmen sind natürlich jederzeit möglich. Die S1 verkehrt von Rödermark-Oberroden durch das Rottgau und über Offenbach nach Frankfurt sowie dann nordmainisch über Höchst, Hattersheim und Hochheim nach Wiesbaden. Die S2 startet in Dietzenbach und fährt wie die S1 über Offenbach und Frankfurt bis Frankfurt-Höchst, dann aber durch den Taunus über Hofheim und Eppstein nach Niedernhausen. Die S3 verbindet Darmstadt über Langen, Neu-Isenburg, Frankfurt, Eschborn und Schwalbach mit Bad Soden und wird von der S4 zwischen Langen und Niederhöchstadt verstärkt, die dann nach Kronberg weiterfährt. Die S5 fährt wie die S3 und 4 am Rand des Taunus entlang und verbindet Frankfurt Süd mit Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf. Die S6 startet ebenfalls in Frankfurt Süd und verbindet über Bad Vilbel, Großkarben und Niederwöllstadt Friedberg. Die S7 startet hier am Hauptbahnhof und fährt über Walldorf, Mörfelden und Groß-Gerau-Dornberg nach Riedstadt-Goddelau. Die Linie S8 fährt von Wiesbaden zunächst nach Mainz und dann über Bischofsheim, Rüsselsheim und den Frankfurter Flughafen nach Frankfurt, von wo aus es weiter bis Offenbach-Ost und im Berufsverkehr weiter bis Hanau geht. Die S9 tut Gleiches, fährt aber nicht über Mainz und immer bis Hanau. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt. Allerdings ergänzen sich S3 und S4 sowie S8 und S9 auf den gemeinsam genutzten Streckenabschnitten jeweils zum 15-Minuten-Takt. Vom Montag bis Freitag sind zudem die S2 sowie die S1 zwischen Rödermark-Oberroden und Hochheim, die S5 zwischen Frankfurt Süd und Bad Homburg und die S6 zwischen Frankfurt Süd und Großkarben viertelstündig unterwegs. Am Samstag sind nur S1 und S5 verstärkt, wobei bis auf Ausnahmen die S1-Verstärker dann nur zwischen Offenbach und Frankfurt Höchst pendeln. Hinzu kommen von Montag bis Freitag noch unregelmäßige S8-Verstärker zum Frankfurter Flughafen oder nach Kelsterbach, die es so ähnlich auch bei Fußballspielen gibt. Wenn von Montag bis Freitag die maximale Verstärkung vorliegt, ergänzen sich S1, 2, 8 und 9 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost sowie S3 bis 6 zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd jeweils zu einem 5-Minuten-Takt. Hier im Hauptbahnhof fährt dann somit pro Richtung alle 2,5 Minuten eine S-Bahn, die immer abwechselnd nach Offenbach oder Frankfurt Süd bzw. in die Gegenrichtung nach Frankfurt West oder in Richtung Flughafen oder Höchst fährt. Hinzu kommt natürlich die S7, die in Frankfurt immer zu den Minuten 20 und 50 aufbricht. Ausgehend vom Frankfurter Hauptbahnhof erreicht man in unter 5 Minuten die Messe und das Stadtzentrum, in unter 10 Minuten Höchst und den Südbahnhof, in unter 15 Minuten den Flughafen Eschborn und Offenbach, in unter 20 Minuten Bad Vilbel, Hofheim, Neu-Isenburg und Rüsselsheim und in unter 30 Minuten Hanau, Friedrichsdorf, Karben, Hochheim und Bischofsheim. Darüber hinaus dauert eine Fahrt nach Dietzenbach 32 Minuten, eine nach Niedernhausen 34 Minuten, eine nach Riedstadt-Goddelau mindestens 35 Minuten, eine nach Friedberg 37 Minuten, eine nach Darmstadt 39 Minuten,
eine nach Rödermark-Oberroden 44 Minuten und eine nach Wiesbaden je nach Linie zwischen 42 und 57 Minuten. Auf den Linien 2 bis 6 kommen Elektrotriebwagen der Baureihe 423 mit 192 Sitzplätzen. Und auf den Linien 1, 8 und 9 430 Triebwagen mit 184 Sitzplätzen zum Einsatz. Auf der nur außerhalb des Tunnels verkehrenden S7 sowie den S8 Kurzpendeln nach Kelsterbach kommen modernisierte Triebwagen der Baureihe 425 zum Einsatz, die 198 Sitzplätze je Einheit bieten. Mit Ausnahme von S4 und S7 sowie den S8 Kurzläufern zum Flughafen können dabei auf allen Linien bis zu 3 Einheiten zum Einsatz kommen. Zuletzt sei noch der Stadtverkehr zu erwähnen. Eine Etage über der S-Bahn befindet sich die U-Bahn-Station Hauptbahnhof. Hier halten die in Spitzenzeiten im jeweiligen 5-Minuten-Takt verkehrenden U-Bahn-Linien U4 von der Bockenheimer Warte über den Hauptbahnhof und die Konstabler Wachen nach Bornheim sowie zum Teil darüber hinaus bis Enkheim und die am Hauptbahnhof beginnende U5 über die Konstabler Wache und Eckenheim nach Preungesheim. Gemeinsam bilden sie in der Regel mindestens einen 5, im Berufsverkehr sogar einen 2,5-Minuten-Takt. Eingesetzt werden auf beiden Linien Triebwagen des Typs U5. Auf dem Bahnhofsvorplatz halten zudem insgesamt 6 Straßenbahnlinien. Die Linien 11, 12 und 14 verkehren von hier aus über die sogenannte Altstadtstrecke. Die Linie 11 startet dabei in Höchst an der Zugschwertstraße und verkehrt über Nied, Griesheim und die Galluswarte sowie hinter der Altstadt über den Ostbahnhof und Mainkur nach Fechenheim-Schießhüttenstraße. Die Linie 12 hat ihren Ausgangspunkt im Südwesten in Schwanheim-Rheinlandstraße und erreicht den Hauptbahnhof über Niederrad. Anschließend führt sie in einem großen Bogen über die Konstablerwache und Bornheim nach Westfechenheim zur Hohe Junkersstraße. Ein Teil der Bahn endet oft schon an der Eissporthalle. Die Linie 14 startet an der Station Gallus-Mönchhofstraße, macht einen Abstecher über das Ordnungsamt und verkehrt zwischen Galluswarte und Ostendstraße zusammen mit der Linie 11 sowie anschließend nach Bornheim-Ernst-Mai-Platz. Die Linie 16 erreicht den Hauptbahnhof von Norden aus Richtung Ginnheim, über Bockenheim und verkehrt dann weiter über den Südbahnhof und Oberrad nach Offenbach-Stadtgrenze. Die Linie 17 startet am Rebstockbad und führt südlich über Luisa nach Neu-Isenburg-Stadtgrenze, während die Linie 21 in Niedkirche startet und über Niederrad zum Stadion verkehrt. Meist verkehren die Linien in einem 10-Minuten-Takt. Hinzu kommen die allesamt hier startenden Stadtbuslinien 33 ins Westhafenviertel, 37 nach Gutleut-Briefzentrum, M46 über das Europaviertel zum Römerhof und 64 über das Nordend nach Ginnheim sowie etliche Fernbusse. Damit wäre ich jetzt auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Thank you.